Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück in dieser wunderschönen Umgebung. Und ich würde sagen, weiter geht's. Wir suchen noch, ich denke, das sind ein Objekt. Moment, ich muss nochmal nachgucken. Manchmal plöppt irgendwas auf und danach ist es vorbei. Ne? Doof gelaufen, würde ich dann sagen. In dem Falle. So, gucken wir mal kurz hier, ob hier irgendwas ist. Man kann nämlich diesen Bereich betreten. Da oben waren ein paar Bücher, aber ich denke mal nicht, dass das der Hit war, den wir gesucht haben. Aber sonst ist hier nichts mehr. Nein. Es ist ja eigentlich relativ übersichtlich alles. Also das, was man betreten kann, das, was man benutzen kann, das sieht man ja eigentlich, ne? Und manchmal muss man eben auch genauer hinschauen, dass man auch wirklich jeden Gegenstand hat, ne? Achso, das war nur das Holz. Hier kann man nichts, hier geht auch nichts kaputt. Ja, hier haben wir ja... Achso, ja, hier konnten wir die Figur ja bewegen, da war ja was. Das ist irgendwie so ein seitlicher Einblick auf die Truhe. Dass man weiß, hey, da ist was, aber wie du drankommst, kannst du selber gucken. Hier ist noch was. Hier waren wir noch nicht drin. Das heißt, wir müssen einmal nochmal rumlaufen. Ist natürlich eine Leichtigkeit. Achso, hier geht's auch noch rein. Ach, dafür ist der Schlüssel. Ah, okay. Und hier ging's irgendwo rein. Hier. Arschloch. Muss doch nicht sein. Was wird hier verdeckt? Nochmal Zombie-Teile. Oh, wir nähern uns langsam aber sicher. Oh, eine Gitarre. Sehr gut. Noch ein Gegenstand, Leute. Und ich denke, der wird hier sein. Ich habe ein gutes Gefühl. Und er ist nicht hier. Das ist wiederum kein gutes Gefühl. Ich habe jetzt gehofft, wenn ich ehrlich bin, dass der letzte Gegenstand hier zu finden ist, aber meine Hoffnung wurde zerschmettert und mit Füßen getreten. Hier ist keiner. Die Ecke haben wir auch noch nicht gesehen. Manchmal ist ja... da ist er. Ne, so mal der Stuhl. Scheiße. Wollte gerade schon losschreien vor Freude. Aber hier der ganze Bereich, der ist uns eh noch nicht aufgefallen. Von daher denke ich mal... Immer noch nicht. Hier ist was hinter. Kriegt er sie direkt. Mein Gott, dafür kriegt man aber viel Material, ne? Muss ich sagen, also das gefällt mir. Den gesamten Friedhof hier haben wir irgendwie übersehen. Aber hier ist nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Kann man vielleicht die Helligkeit im Spiel etwas erhöhen? Ja, kann man. Dann sind die dunklen Passagen nämlich etwas heller. Und wir finden vielleicht auch das fehlende letzte Stück. Weil es wäre cool, wenn wir es finden würden. Noch in diesem Part wäre geil. Ich meine, das Wichtigste haben wir. Ne? Also, ich bin jetzt der letzte Korinthenkacker, wenn ich das eine Teil jetzt suchen würde. Durchgehend.
Aber ich fände es auch schade, wenn wir es nicht finden würden, ne? Und ich gehe schwer davon aus, dass das hier in diesem Bereich sein muss, nicht da drüben. Wobei es könnte natürlich sein, dass es da drüben ist, ne? Also ich möchte nichts in Frage stellen. Mal die Wände genau angucken, nicht dass hier irgendeine Wand wieder brüchig ist. Okay, das geht auf, wunderbar. Gut, hat man zumindest schon mal einen Durchgang. Dann gehen wir nochmal drüben gucken. Ob hier vielleicht doch irgendwo noch ein Gegenstand ist. Aber gesehen hätte, habe ich jetzt gerade eben auf Anhieb überhaupt gar keinen. Also wenn jetzt hier nur einer ist, dann wäre er sehr gut versteckt, würde ich sagen. Hier ist nichts anderes drin. Letzte Ausgrabungsmöglichkeit, ne? Nichts. Hi. Ach, lol. Ach so. Man kommt einfach nur zum Anfang zurück. Ja, gut. Dann ist es so, Leute. Ich finde das letzte Objekt leider nicht. Ich weiß echt nicht, wo es sein soll. Was etwas schade ist, weil ich hätte echt zu gerne 100%. Aber ich finde es nicht. Schade. Komm, wir gehen. Dann können wir noch ein bisschen Kohle scheffeln in dieser Folge. Und ich meine, wir haben sehr viele Sachen gefunden, die sich gelohnt haben. Quatsch. Ich möchte doch gar nicht da reingucken. Ich möchte losfahren, Junge. Ja. Vollkommen okay. Was ein geiler Durchschnitt, oder? Damit kann man leben und arbeiten. So, jetzt kurz drüber gucken. Wir haben nämlich hier ein neues Froschteil bekommen. Das werden wir natürlich direkt einsetzen. Zack. Mein Gott, da fehlen noch 5 Millionen Teile. Habe ich irgendwie im Gefühl. Haben wir noch irgendeinen Froschteil? Nee, ne? Ach lol, wann haben wir die denn gefunden? Ach, nur noch die zwei letzten Frösche. Jetzt ist die Frage, vielleicht war eines der letzten Teile auch dieser Frosch, ne? Das ist dann arg gemein, wenn man das jetzt nicht finden würde. So, wir haben einen Teil zum Reparieren, das nehmen wir direkt mit. Reparieren das Ganze. Dafür, wie gesagt, Leute, braucht ihr einfach das Ganze, die ganzen Reparaturteile. Seht ihr, Ding repariert, ab ins Lager, zurück damit und schon können wir Geld scheffeln. So, kurz drüber gucken, ob noch irgendwas kaputt ist, aber ich glaube, jetzt gerade ist hier nichts mehr kaputt. Nein, sehr gut. Dann können wir kurz den Shop bestücken mit all den Sachen, die wir gefunden haben, bekommen haben. Ja gut, das Regal ist auch definitiv voll. Da kann man tun und lassen, was man möchte. So. Okay, für das Lager habe ich halt keine Gegenstände. Das ist natürlich sehr gut. Hier ist das ganze Foto-Equipment gerade. Und dann würde ich sagen, gehen wir pennen und verhökern noch ein bisschen, oder? Und los geht's.
Wisst ihr, was mir auffällt? Es ist immer Dienstag 7 Uhr. Nur mal so, ne? Zum Mitdenken. Und zwar immer Dienstag 7 Uhr. Grundsätzlich. Wir haben noch ein beschädigtes Teil. Was haben wir denn noch kaputt? Ach, lol. Noch so ein Schirm. Total zerfleddert vorne. Auch von der Mikrofirma. Nein, nochmal drehen und reparieren, 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 reparieren. Wunderbar. Und zwei Kunden. Ich komme. Bin da. Hi. Der Auktionator. Herrlich. Dass er mal bei uns einkaufen kommt. Der hat bestimmt gesehen. Dass wir einige tolle Sachen gefunden haben. Ja, tut mir leid. Dann lehne ich ab. Kein Problem. Ich hab's verkackt. Alles gut. Kann er ja nichts für. So, jetzt haben wir hier noch so einen riesen Schirm. Ja, den bringen wir ins Lager, würde ich sagen. Bevor er kaputt geht. Wir haben auch keine stinkenden... Doch, wir haben ein stinkendes Teil. Was stinkt denn? Naja. Machen wir sauber. Kein Problem. Halt, ich bin unterwegs. Guten Tag. Perfekt. Schon bin ich zufrieden. Nimm es. Behalte es. Hi, den Stuhl willst du haben. Nee, nimm. 72 ist okay. Also es ist sauschwer, wenn das so abgeht, ne, Leute. Ohne Spaß, also... Meiner Meinung nach ist es dann schon fast zu schwer. Wir haben mittlerweile echt viele Bilder. Und dieses Hühnerbild ist cool. Halt mal, wir könnten alle Alien-Bilder benutzen, die wir haben. Hast du den halt da? Habt ihr gesehen, er kriegt sie direkt. Sehr gut. Er kauft die Spaßbremse. Oh, ich mag ihn. So, möchte den Hasen haben. Der Hase ist selten, von daher musst du blechen. Pech gehabt. So, haben wir noch was hier fürs Shelf? Nein. Haben wir was für das Shelf? Nein. Nein. Hat noch keiner was gekauft? Okay. Den Stuhl. Ich denke, hier kommt jetzt die Puppe hin. Nee, das Licht. Wir haben aber auch diesmal richtig viele Sachen, ne? Das muss man sagen. Und ich bin gespannt, mit wie viel Kohle wir hier gleich, wenn wir fertig sind, rausgehen. Was? Ach, scheiße. Er freut sich. Ich mich auch. Und somit 234 für dich. Den einen habe ich aus Versehen weggejagt. War ein Fehler von mir. Sag mal, sind die Lampen auch an? So wie krass, wie das leuchtet? Nö, ne? Oh. Den Kelch, den Kobold-Kelch wollen sie unbedingt haben. Guck sie dir an. Hör mal, man sieht, dass du ein Alien bist. Tarn dich nicht so. Ja, zu dir passt der Stuhl, definitiv. Gib noch ein bisschen drauf und gut ist. Wunderbar, ich bin komplett zufrieden. Schönen Tag noch. Ja, ist okay. Packt mich nicht immer an. Ja, ich bin gespannt, wer diese wunderschöne Frau kaufen wird. Ich bin wirklich gespannt. Also, ich kann mir nichts vorstellen. Ich schwöre euch, wenn es das Alien ist, dann flippe ich total aus. Ich sage es euch, also dann ist Polen offen.
Oh. Nee, das will ich nicht. Nee, 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 nee. Das muss ich nicht sein, haben. So wenig Geld dafür, dann ist das ja schon verschenkt. Nix da. Nada, niente. Hier wird nix verschenkt. Was hat die Frau denn jetzt gerade nochmal gekauft? Hiervon was? Tatsache. Ach, davon haben wir nichts. Ich habe einfach mal die Augen zugemacht und es hat funktioniert. Bitteschön. Okay. Es ist wirklich eine wunderschöne Puppe. Die guckt auch den ganzen Tag erstaunt. Nimm sie mit für 23 Dollar. So, Leute, ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann werden wir den Rest des Hauses hier noch verkaufen. Und bis dahin, viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut und tschüssikowski. Ciao.